Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, wie immer, eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir hier live im Radio oder im Fernsehen unterhalten wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt, schreibt unter domian@wdr.de. Mein erster Gast heute Nacht akustisch ist eine Frau. Sie ist 88 Jahre alt und heißt Elisabeth. Hallo Elisabeth. Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Bitte? Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, um diesen schönen Spruch, Alte, gib den Löffel ab. Oh ja, ja. Ich nehme dem jungen Mann, der das gesagt hat, es ist in keiner Weise übel. Denn er hat nur den Mut gehabt, das auszusprechen, was viele denken. Ja. Nur hat er vergessen zu sagen, wie man das machen soll. Ja, wie meinst du das? So, wie ich es gesagt habe. Also, das... Wenn man den Löffel abgeben soll. Ja? Ja, das muss man ja irgendwie fertig bringen. Ja, ja. Also es ging um einen jungen FDP-Politiker, der nun auch zurückgetreten ist. Ja, leider ist er zurückgetreten. Nee, jetzt im Ernst. Warst du nicht beleidigt und böse als ältere Dame? Ich sag ja gerade, ich nehme ihm das nicht übel. Er sprach nur das aus, was viele denken. Was ich schon alles gehört habe, ja, in der Beziehung. Aber das ist doch schlimm, dass viele das so denken. Ja? Nein. Ja, ich sage nicht zu alten Leuten, gebt den Löffel ab. Ich freue mich immer, wenn alte Leute, wenn es denen gut geht und wenn ich mit denen sprechen kann, wenn ich die treffe auf der Straße und so weiter. Ja, dann sind sie aber eine grümliche Ausnahme. Ja, also ich habe jetzt mal ganz frech du zu dir gesagt, dann kannst du es zu mir auch sagen. Ich werde versuchen, mich dran zu gewöhnen. Ja. Du bist 88 Jahre alt, das ist ja wirklich ein tolles Alter. Ja. Super toll. Eben, ein tolles Alter. Bitteschön, da haben wir es wieder. Ja, toll. Ja, mit Respekt meine ich das. Also ein richtig tolles Alter, wenn man das geschafft hat, 88 zu werden. Ja, es gibt ja Leute, die möchten gerne 100 und noch älter werden. Dazu gehöre ich nicht. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Ja, wie soll ich einem jungen Menschen das erklären? Ich denke, das Leben ist vielleicht am besten so, das Leben ist wie eine Flasche, eine gefüllte Flasche. Mhm. Und wenn man geboren wird, geht der Stöpsel auf und die Flasche wird langsam leer. Ja. Ja, und die wird immer leerer, ja, immer leerer. Wie geht es dir denn gesundheitlich? Ich habe ein ganz großes Handicap und das sind die Augen. Oh, oh. Ja. Mhm. Das heißt, du kannst... Sonst so Zipperlein, so Kleinigkeiten, ja, also nicht der Rede wert, ja, aber die Augen. Ja. Das heißt, du kannst sehr schlecht oder gar nicht mehr sehen? Sehr schlecht. Mhm. Ich kann seit 8 Jahren, circa 7, 8 Jahren nicht mehr Auto fahren. Ja. Kann nicht mehr Ski laufen. Hast du alles gemacht vorher? Kann nicht mehr lesen, bitte? Das hast du alles gemacht vorher? Das habe ich alles gemacht. Ich bin 2-mal um die ganze Welt gereist. Hey. Das kann ich alles nicht mehr machen. Ja. Ich bin mit dem Auto im Jahr über 30.000 Kilometer gefahren. Und wie bist du um die Welt gereist? Ja, mit Studienreisen. Mit Studienreisen? Ja. Ach so, verstehe. Mhm. Was hast du früher vom Beruf gemacht? Ja, ich hatte 2 Berufe. Nämlich? Einmal war ich gelernte Buchhalterin. Ja. Und dann bin ich Hausfrau geworden. Ja. Mit voller Überlegung, mit vollem Bewusstsein bin, ja, ich Hausfrau geworden. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, 100 Jahre möchte ich gar nicht werden. Ich bin, nein, jetzt 88 und... Ich finde, das reicht. Also mir reicht es jedenfalls. Das heißt, du hast auch gar keine Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. Vor dem Tod nicht, vor dem Sterben. Vor dem Sterben, ja. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir die Pulsadern aufschneiden. Verdammt, das tut weh. Ja. Das möchte ich nicht. Ja. Also das wäre für mich das Sterben, aber vor dem Tod habe ich keine Angst. Mhm. Ich habe mein Leben gelebt, es ist zu Ende. Das weiß man doch, dass es eines Tages zu Ende ist. Ja, weißt du, das finde ich, das sehe ich auch mit Respekt, wenn jemand das von sich selbst sagt, wenn du das jetzt so sagst. Ja. Aber ich finde es ausgesprochen schlimm, wirklich schlimm und provokant, wenn ein junger Mensch so etwas sagt wie dieser FDP-Politiker. Ach,
Der ist jung, der kann das doch noch nicht nachempfinden. Ich sehe schon, du bist da großherzig. Ich habe zu solchen jungen Leuten, wenn ich mit denen zusammenkam, habe ich schon oft gesagt, so alt wie ihr seid, war ich auch mal. Ja, ja, ja. Werdet ihr mal erst so alt wie ja. ich bin. Hast du Kinder und Enkel? Nein, Enkel nicht. Ich habe eine Tochter, aber die lebt weit weg von hier. Die ist dann, hat auch schon ein stolzes Alter wahrscheinlich, ne? 57. 57, na gut, das geht ja noch. Mhm. Dein Partner ist verstorben? Ja. Der ist verstorben. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, ich habe so viel gemacht. Ich habe gereist, ich bin Auto gefahren, ich Ski gelaufen, habe mein Leben wirklich gelebt. Ja. Ich habe ein Handicap, ich kann nicht mehr gut sehen. Ja. Dennoch, auf was freust du dich so, wenn du morgens aufstehst? Oder überhaupt, ich mich freue? Ja, auf was freust du dich so in deinem Leben? Auf den Abend, wo ich wieder ins Bett gehen kann, um zu schlafen. Ehrlich? Ja, denn am Tage bin ich ja gehandicapt. Ich kann nichts anderes tun, als die paar Schritte zum Einkaufen gehen, nur da, wo ich mich auskenne. Ja. Ich kann nicht mal mehr in meiner näheren Umgebung ein paar andere Straßen gehen, dann finde ich mich nicht mehr zurecht. Mhm. Das heißt, du bist ja eingesperrt, letztendlich ja, in der Wohnung. Ja, regelrecht eingesperrt eben. Also weißt du, Elisabeth, was ich mir schwer vorstelle, wenn man so ein stattliches Alter erreicht, dass so sehr viele Menschen, die einem nahe waren, weggestorben sind im Laufe der Zeit. Genau das ist es. Mhm. Ich habe zwar einige Bekannte, ich habe bis Anfang dieses Jahres regelmäßig noch Yoga gemacht. Mhm. Und das kann ich nicht mehr, weil man die Volkshochschule, wo ich dieses Yoga gemacht habe, die hat man verlegt. Mhm. Und da konnte ich jetzt nicht mehr hin. Ich kann ja auch nicht mehr Straßenbahn fahren. Ich kann nicht mehr in die Stadt gehen. Ich sehe ja keine Auslagen mehr. Mhm. Verstehe. Ja. Gibt es denn noch so eine oder zwei Freundinnen, gute Freundinnen, oder sind die wirklich alle verstorben? Aus der Nein, Linke? Das sind alles Leute, die sind über 20 Jahre jünger als ich und haben ganz andere Interessen natürlich und auch ganz andere Bindungen. Mhm. Und da ich so viel in der Welt rumgekommen bin, habe ich meine Bekannten so verstreut, vom Atlantik bis nach was weiß ich wohin, bis an das andere Ende der Welt. Ja. Und also niemanden greifbar. Mhm. Das heißt, höre ich daraus, dass du dich auch sehr einsam fühlst? Jetzt ja. Früher war ich nur alleine. Aber seit das mit den Augen so schlimm ist, bin ich natürlich einsam geworden. Mit mir kann man ja auch nichts anfangen. Ich kann ja nicht mal mehr ins Theater oder ins Kino oder sonst wo. Das Radio ist ungefähr die einzige Verbindung zur Welt, die ich noch habe, nicht? Wenn du das so sagst und wenn du gerade zu mir sagst, ich freue mich, wenn ich morgens aufwache, freue ich mich, dass ich abends dann wieder ins Bett gehen kann. Ja. Gibt es da Überlegungen, so, dass du dir selbst das Leben nehmen möchtest? Das möchte ich sehr gerne und das hätte ich wahrscheinlich schon getan, wenn ich wüsste, wie. Aha. Aber das sagt einem ja keiner und da hilft einem ja auch niemand. Nee. Ich finde das so unbarmherzig, dass man einen Menschen bis zuletzt da liegen lässt. Der kann nicht mehr essen, der kann nicht mehr aufstehen, der kann nichts mehr alleine tun. Weißt du, da gebe ich dir recht. Aber er muss leben. Gnadenlos, ne? Ja, und so viele junge, frische Leute werden verbombt, erschossen und was weiß ich. Das heißt, wenn man dir jetzt, nehmen wir mal an, dir würde jemand anbieten, wir bringen dir ein Medikament vorbei. Nimmst du sofort? Ja. Würde ich sagen, Dankeschön. Ich will damit nicht sagen, dass ich es heute oder morgen nehme. Aber es wäre beruhigend, wenn es da läge. Aber es läge da und es hat schon Situationen gegeben, wo ich es genommen hätte, wenn ich es gehabt hätte. Weißt du, Elisabeth, da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen. Ja. Ich kann mich natürlich nicht wirklich in dich hineinversetzen, weil mir die Erfahrung und das Alter fehlen. Eben. Aber ich kann das verstehen. Ich glaube, ich erahne, dass man irgendwann an einen Punkt kommt im Leben, wo man so denkt wie du und ich urteile auch nicht schlecht darüber. Ich respektiere das. Und dann hätte ich auch gerne so eine Pille, wo ich sagen könnte, okay, wenn ich das entscheiden möchte, möchte ich es entscheiden. Eben. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde das moralisch nicht verwerflich und das redet man uns ja immer so ein in unserer Welt, dass das immer moralisch verwerflich ist. Ich finde es nicht immer moralisch. Man kann ja so eine Patientenverfügung schreiben, aber da muss man ja schon dreiviertels tot sein. Ja, 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 das ist dann schon, da musst du schon ziemlich, dir geht es ja auch noch um was anderes. Du würdest ja sogar gerne so direkt dein Leben beenden können, wenn du es dürftest. Ja, ich würde mich heute Abend hinlegen und morgen früh nicht mehr wach werden. Ja. Das denke ich manchmal. Ach, wäre das schön. Das ist schon verrückt, wenn jemand das so sagt. Ohne,
ohne zu leiden, nicht? Und da ist kein bisschen Melancholie dabei, dass du denkst, wie schade, dass ich gehen muss. Wie schade. Nein, das weiß ich ja seit circa 88 Jahren, dass ich gehen muss. Nur eben der Zeitpunkt. Wenn du auf dein Leben zurückguckst, 88 Jahre, ja. Was war das Schönste? Das Schönste war das freie Reisen. Wenn ich mich hier ins Auto gesetzt habe und habe alles hinter mir gelassen und bin durch Deutschland und durch die anschließenden Länder gefahren. Mhm. Ich habe eine wunderschöne Reise durch Irland gemacht, zum Beispiel. Mhm. Das war wunderschön. Und dann natürlich die ganze Welt kennenlernen. Bekannte haben als zu mir gesagt, erzählen Sie uns lieber, wo Sie noch nicht waren. Das geht schneller. Gab es denn noch ein Land, was du noch gerne hättest bereisen wollen, was aber nicht mehr geklappt hat? Ein ganzes Land nicht. Ich wäre immer so durch den Panama-Kanal wäre ich so gerne nochmal gefahren. Ja. So, jetzt habe ich dich gefragt nach dem Schönsten in den 88 Jahren. Was war das Schwierigste, das Schlimmste? Das Schlimmste? Das ist so furchtbar, das Schlimmste, bis auf den Tod meines Mannes. Also das ist etwas, was jeder erlebt, was zum Leben gehört, wie alles andere. Wobei du ja auch die Generation bist, du hast den Krieg ja noch mitgemacht. Ich bin sogar über ein Jahr in Russland gewesen. Ja, dann hast du auch einiges hinter dir. Ja. Habe ich auch. Das stimmt. Mhm. Ja, also es war so, uns wird ja immer vorgeworfen, wir sagten, wir hätten nichts gewusst, aber wir hätten alles gewusst. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, wir haben nichts gewusst. Mhm. Beziehungsweise, ich war damals noch so naiv, dass ich gesagt habe, Deutsche tun sowas nicht, das ist ganz üble Feindpropaganda. Ja, ja. Wenn mal sowas aufkam, nicht? Ja. Bis ich dann eines Tages gesagt habe, so, jetzt reicht's, jetzt gehe ich hin und guck selbst. Und dann bin ich nach Russland gegangen. Und was hast du da gemacht? Für ein Jahr. Da habe ich gearbeitet. Das war eine Firma, eine deutsche Firma, die Kraftwerke in der Ukraine wieder auf Schwung bringen musste. In welchem Jahr war das? Bitte? In welchem Jahr war das? 43, 44. Ja, ja. Elisabeth, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Wenn auch nur akustisch. Ja. Ich respektiere deine Meinung völlig. Ja. Sag ich dir. Ja. Und ich wünsche dir, dass das so endet, wie du es willst. Und ich wünsche mir, dass ich mal jemanden treffe, der mir hilft. Ja, ich kann es dir leider nicht sagen. Ja. Das weiß ich. Dann sitze ich hier morgen nicht mehr. Das weiß ich. Ich habe ja, als ich angerufen habe, erst gefragt, ob es eine Altersbegrenzung gäbe. Nein! Ich habe gedacht, mein Gott. Wenn ich da anrufe, ist die verrückt. Du bist ja noch ein junges Ding. Ich hatte ja schon mal eine Frau, die war 91. Mit der habe ich gesprochen hier. Ja? Ja. Oh, du liebe Zeit. Was hatte die denn für Sorgen? Nee, gar nicht. Wir haben einfach so über früher gesprochen. Das war einfach eine nette Plauderrunde. Ach so. So, liebe Elisabeth. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast, wirklich. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Du bist eine tolle Frau, finde ich. Eine tolle Frau. Vielen Dank. Alles Liebe. Wiederhören. Mensch, so möchte ich auch mal sein, wenn ich 88 bin. So möchte ich auch mal werden. Mona, 18 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Mona, wie alt willst du mal werden? Bitte? Wie alt willst du mal werden? Wie alt möchte ich werden? Ich bin ehrlich, ich möchte ganz, ganz alt werden. Ganz alt. Also, ich möchte ganz viel erleben. Also die Elisabeth, die gerade dran war, 88, das wäre so eine Marke, ne, die du anpeilen könntest. Ja, die würde ich gerne. Ich habe nur Angst, dass ich das nicht erreichen werde. Naja, ist ja noch ein bisschen hin. Du bist ja erst 18. Ja, aber durch meinen Herzfehler. Ach, ist das Thema, worüber wir reden? Nee, das Thema ist eigentlich, dass ich eigentlich fasste das eher zu gestern. Ich konnte gestern nicht anrufen. Ja, erzähl mal. Ja, und zwar habe ich einen Freund, mit dem bin ich im Mai 4 Jahre zusammen. 4 Jahre schon? Ja. Mhm. Ich habe den kennengelernt, da war ich 14. Ja. Und am 13. Mai hätten wir jetzt unser 4-Jähriges. Mhm. Und jetzt habe ich aber auf der Abschlussprüfung von den Auszubildenden, von seiner Arbeit, habe ich nun kennengelernt, einen Jungen. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe immer so ein Kribbeln im Bauch und so. Wenn ich den sehe und ich einen Kuss küssen, wir küssen uns auch und wir haben auch Sex. Und ach, das läuft alles schon? Ja, seit 2 Monaten. Und dein Freund weiß davon nichts? Nein, aber die kennen sich durch die Arbeit. Mhm. Das heißt, du bist verknallt? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, wenn du küsst und wenn ihr Sex habt und wenn du Kribbeln im Bauch hast und wenn du dich darauf eingelassen hast, gehe ich mal davon aus, dass das
dass du schon irgendwie verknallt bist. Ja, irgendwie bestimmt, aber ich weiß nicht, er hat mir von Anfang an, bevor wir überhaupt irgendwas hatten, hat er mir gesagt, ich liebe dich nicht. Mhm. Und ich meine, das fand ich fair von ihm. Ja, ich auch. Mhm. Und er sagt auch jetzt, weil wir das ja immer noch haben und so, sagt er, wenn dir das irgendwie zu schwer fällt, weil er sagt mir auch nie, ich liebe dich und so. Mhm. Und ich ist er frei oder ist er auch in einer Beziehung? Er ist frei. Was, wenn du jetzt deine Gefühle, ich habe jetzt gerade so, da, ich habe so dahin gesagt, du bist verknallt. Mhm. Beschreib du das doch mal, was du empfindest. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber naja, ich sag mal so, mein Freund, wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen, mein erste große Liebe. Ja. Ja, ich hatte eine ganz miese Zeit gehabt zu Hause. Ja. Da habe ich im Mädchenwohnheim gewohnt. Ja. Und da habe ich mit anderen Jungs auch geschlafen. Mhm. Weil es lag daran, ich habe mich weggeschoben gefühlt von meinen Eltern, obwohl das eigentlich von beider Seiten aus kam. Währenddessen warst du mit deinem Freund zusammen? Ja. Mhm. Hat er das hier erfahren? Nein, ich habe ihm von einem Jungen erzählt, weil, ich weiß nicht, den kannte er auch und das, ich weiß nicht, da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, davon habe ich ihm erzählt. Mhm. Also da ging es gar nicht so darum, dass du da verliebt warst in jemand anderen oder dass du sexuell sehr interessiert warst? Ich habe mich unbeliebt gefühlt irgendwie. Und deshalb hast du dir das so geholt, quasi eine Nähe, eine Anerkennung und so weiter. Ja. Ist das jetzt wieder so? Ich weiß es nicht. Also manchmal, so wie heute zum Beispiel, der Tag, ich sehe meinen Freund nur am Wochenende. Zum Beispiel heute war es wunderschön mit ihm. Also ich habe mich super mit ihm verstanden, wir haben viel gelacht und dann sind das so Tage, wo ich auch ein Kribbeln im Bauch habe bei ihm, wo ich dann fühle, ich liebe ihn und dann gibt es diese anderen Tage, wo mir das völlig egal ist alles. Mhm. Macht dir der Sex mit deinem Freund noch Spaß? Ja, dazu kann ich jetzt, das ist schwierig, das zu erklären. Mein Freund ist ziemlich, ich sag das jetzt mal knallhart, schlecht im Bett. Mhm. Wirklich, wir sind seit 4 Jahren zusammen und ich habe nicht einmal... Keinen Orgasmus gehabt? Nein. Hast du das mit dem Neuen schon? Ja, aber er war der Einzige. Mhm. Und mit den Jungs, wo ich ein Mädchen war, auch nicht. Mhm. Also das macht natürlich viel aus, ne? Wenn so eine sexuelle Anziehungskraft da ist und... Deswegen frage ich mich, ob das vielleicht nur das ist, was ich da mir, sag ich mal, irgendwie hole, was es mir fehlt. Vielleicht. Ob es vielleicht nur das ist. Vielleicht. Jetzt habe ich allerdings auch ein bisschen Angst, deswegen auch fühle ich mich überfordert ein bisschen, weil ich jetzt, das Problem ist, ich war ziemlich dumm, wo ich im Mädchenwohnheim war. Es waren mehr als 2, 3 Jungs, ich will gar nicht zählen, ich glaube 4, 5, ich weiß es nicht. Mhm. Aber davon habe ich einmal verhütet mit einem. Mhm. Und jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwie AIDS habe oder weiß ich nicht. Mhm. Und ich würde gerne einen Test machen, aber der kostet Geld. Und das habe ich nicht. Ja. Aber soweit ich informiert bin, kann man das auch so machen lassen. Und wo? Das werden wir dir gleich sagen, noch im Nachgespräch. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt überhaupt nicht. Wie lange liegt das jetzt zurück, für mich, um es einzuordnen, die Geschichte in dem Mädchenwohnheim, wo du auch fremdgegangen bist? Das war fast vor einem Jahr. Fast vor einem Jahr. Vor fast etwa einem Jahr bin ich da reingekommen. Mhm. Also August war das. Also diese Angst, die wird sich in hoffentlich in Luft auflösen, wenn du einen Test gemacht hast und wie du das am besten anstellst, das werden wir dir gleich erklären. Mhm. Ja gut. So, aber jetzt ist ja die andere Frage noch, wie verhältst du dich jetzt weiter deinem Freund gegenüber? Wie weiter lässt du das laufen mit dem Neuen? Ja, ich habe auch eigentlich ein schlechtes Gewissen, meinem Freund gegenüber. Ja, zu Recht auch. Wobei ich sagen muss, ich habe auch irgendwo den Hintergedanken, dass es vielleicht irgendwo unbewusst ein Racheakt ist. Warum? Weil er war in der Türkei gewesen letzten Sommer und hat dort auch Leute kennengelernt, unter anderem ein Mädchen, mit der er geschrieben hat über Chatten. Mhm. Und sie schrieb immer wieder, sitzt deine Freundin noch neben dir? Und er so, ja. Und dann meinte sie, geh weg. Und er hat mir irgendwas erzählt, dass er über seinen Bruder da irgendwas mit ihr sprechen möchte, was ich nicht wissen soll, weil ich könnte mich ja verplappern. Mhm. Und dann habe ich ihn dazu gebracht, weil ich am nächsten Tag schulfrei hatte, von Sonntag auf Montag bei ihm zu übernachten. Mhm. Dann habe ich am Montagmorgen die History von dem Chat gelesen. Mhm. Und da stand dann halt sowas drin von ihr, von wegen, du fehlst mir und ich schicke dir jetzt ein Foto von mir und meinem Freund, dann hast du ein Foto von mir und kannst dir erzählen, ich will ja nur mal zeigen, wie mein Freund aussieht. Und also du vermutest, dass da irgendwas gelaufen ist.
Ja, das Schlimme ist nur, ich muss mich eigentlich entscheiden, ob ich das so hinnehme und die Beziehung weiterlaufen lasse. Ja. Das war schon von Anfang an so, oder... Ich meine, du musst ja klein mit Hut sein, du hast ja nur auch einiges ja, ich auf dem kann Kerb auch nichts sagen. Mhm. Nur ich bin so ein Mensch, ich mache ihm Vorwürfe, obwohl ich selber weiß, ich darf eigentlich nichts sagen. Mhm. Ich habe ja fast schon eher den Eindruck, dass, ich meine, das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man von 14 bis 18 zusammen ist. Ja. Da passiert so, von der Entwicklung passiert so wahnsinnig viel. Sehr viel. Ne? Ein 14-jähriger Mensch ist ein komplett anderer Mensch als ein 18-jähriger Mensch. Ja. So. Und dann erzählst du mir das auch noch mit, dass es mit der Sexualität auch nicht so doll klappt mit deinem Freund. Ich sage jetzt einfach mal so, von meinem Eindruck her, habe ich die Vermutung, dass die Luft bei euch raus ist. Und das müsst ihr für ihr untereinander und du vor allen Dingen für dich wirklich klären, ob du nur noch jetzt so an der Vergangenheit klebst und an dem, was ihr gemeinsam erlebt habt. Darüber habe ich auch nachgedacht. Oder ob es eine Zukunft hat. Ich fände es fast schon normal und natürlich, wenn nach einer so langen Zeit in dieser Entwicklungsphase du sagen würdest, ich glaube, ich beende es und ich mache mal klar Schiff für mein Leben und sammle Erfahrungen und gucke mich so um. Versuche einen guten Kontakt zu ihm zu halten, wenn das möglich ist, aber gehe aus der Beziehung heraus. Ja, nur das Problem ist, also ich weiß ganz genau, Freundschaft würde er nicht haben wollen. Und ich weiß nicht, ich habe auch ihm schon vor 2 Jahren, habe ich ihm das erste Mal gesagt, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Und da sagte er, warum hast du mir das nie gesagt und so? Dann habe ich ihm gesagt, ja, sag ich dir jetzt und so. Weil ich dachte bis dahin auch immer, es liegt nur an mir. Ja, und es hat sich nichts verändert seitdem? Mit ihm nicht. Mit ihm nicht. Und das Problem ist, er kennt das Wort Vorspiel nicht. Naja. Das kennt er schon mal gar nicht. Und wenn ich ihn darauf anspreche, auch keine Lust. Und er will auf seine Kosten kommen und das war's dann. Ja, das habe ich so das Gefühl. Ich glaube ja, dass die ganze Sache sich so schneller erledigen würde, wenn du, was du eigentlich machen müsstest, weil das ja schon eine ganze Weile läuft, wenn du ihm klaren Wein einschenkst, wenn du ihm sagst, pass auf, da läuft was nebenher. Dann kommt alles in Bewegung. Ich sag mal so, dann würde er Schluss machen. Okay, dann ist es so. Jetzt begehst du ja auch einen Betrug, das muss man ja so sehen. Ja. Ich wünschte auch, das würde ich nicht tun. So, aber in dem Moment, wo du die Karten auf den Tisch legst, dann ist es ein faires Spiel. Dann weiß er Bescheid. Und dann kommen vielleicht ganz neue Energien auch noch bei euch auf oder auch nicht. Und dann war es das. Und dann soll es auch so sein. Ich weiß, dass er mich sehr liebt. Das weiß ich. Ich weiß, dass er mich wirklich über alles liebt. Ich weiß es einfach. Aber entscheidend er ist... Er weint, wenn ich... Egal. Entscheidend ist, was du empfindest, was du willst. Das musst du klären. Du darfst es auf keinen Fall, finde ich, so weiterlaufen lassen, wie du es im Moment machst. Das ist kein guter Zustand. Entweder triff eine klare Entscheidung und geh raus aus der Beziehung oder werf die Wahrheit in die Beziehung hinein und sag, was läuft. Und dann kriegt das ein eigenes Leben, das Ganze. Ja, also ich weiß nicht, meine Gefühlswelt, die spielt im Moment total verrückt. Glaube ich. Seit etwa fünf Tagen habe ich irgendeine gestaute Aggression in mir. Ja. Am liebsten würde ich einen Boxer vor mir drauf rumhauen. Klar, weil du lebst ja nicht offen und ehrlich. Nee. Ne? Du verbirgst dieses und jenes und da bist du nicht klar mit dir. Sprich es aus. Ich glaube, ich sag es einfach mal nochmal so. Ich hoffe nur, dass meine Mutter nicht zuguckt. Ja. sag es ihm ins Gesicht, was los ist. Und dann guckt man weiter. Liebe Mona. Aber meinst du wirklich, dass ich das ihm sagen kann? Ich finde schon, ja. Ich finde schon. Warum solltest du es ihm nicht sagen? Weil ich ihn ja irgendwie liebe. Ja. Aber irgendwie auch nicht, sonst hättest du dich gar nicht auf das andere eingelassen. Jetzt holen wir mal noch eine Fachmeinung dazu. Einverstanden? Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an. Meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Einverstanden? Okay, wie lange dauert das so? Ich glaube, das geht jetzt relativ schnell. Ja, was ich noch ganz schnell loswerden wollte, ist, ich hatte vor 3 Jahren angerufen schon mal bei dir. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und zwar hatte ich gesagt, mein Vater kommt aus der Steinzeit. Und zwar war das darum, weil mein Freund ja bei mir übernachten sollte und er wollte das nicht. Ja, ja. Und ich muss sagen, mein Papa ist sehr modern geworden. Ich bin sehr stolz auf ihn. Er hatte das damals gehört und er war sehr beleidigt. Ehrlich? Und er hört wahrscheinlich heute auch zu. Und da möchte ich jetzt sagen, Papa, du bist modern geworden. So. Das finde ich ja super. Ich freue mich vor allen Dingen, dass das dann so eine Wirkung hatte, dass du es hier erzählt hast. Er hat zugehört und dadurch ist was verändert worden. Ist ja, super. Das war jetzt vor etwa, also seit dem gesamten letzten Jahr.
Ja, toll. Da hat er sich wirklich sehr Mühe gegeben. Er hört auch ab und zu mal moderne Musik. Nicht also, meine. Papa, aus der ehemaligen Steinzeit, du bist jetzt modern, das sagt Mona. Neuzeit, genau. Liebe Mona, wir rufen dich vielleicht nochmal an. Vielen Dank. Tschüss. Daniel. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. So, und ein Hinweis jetzt auf morgen. Morgen bekomme ich prominenten Besuch in der Sendung. Um 11:45 fängt morgen die Sendung an. Und mein Gast wird sein Michelle, die eine der erfolgreichsten deutschen Schlager- und Popsängerinnen, die es in Deutschland zurzeit gibt. Ich freue mich sehr auf die Michelle. Ich finde, es ist eine sehr nette Person, die sehr viel erlebt hat und auch sehr viel zu erzählen hat. Wenn ihr euch auch gerne mit Michelle unterhalten wollt, direkt am Telefon, live in der Sendung, dann könnt ihr das gerne tun. Meldet euch morgen eine Stunde vor der Sendung. Die Sendung fängt um 11:45 an. Oder mailt uns heute ganz einfach unter domian@wdr.de. Schreibt kurz rein, was ihr Michelle sagen oder fragen wollt. Und vergesst nicht eure Telefonnummer. Morgen mein prominenter Gast, 11:45, WDR-Fernsehen, Michelle. Und die Sendung morgen wird dann in der Nacht von Montag auf Dienstag hier bei 1 Live und auch im WDR-Fernsehen wiederholt. Jetzt geht's weiter hier live mit Michael, und Michael ist 39 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, um mein Frauenproblem. Mhm. Und das ist im Allgemeinen immer so, wenn ich Frauen kennenlerne, entstehen zwar oft sehr intensive Beziehungen, aber die Rolle, die mir dann zugewiesen wird, ist immer die der besten Freundin. Nie die Rolle des Freundes, des Mannes oder des Liebhabers. Nie? Nie. Du bist 39? Ja, ich weiß. Das heißt, du warst noch nie Liebhaber? Genau. Ehrlich? Du hast noch nie eine Freundin gehabt? Also ja, genau. Also keine Sexualpartnerin? Genau. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein. Noch keinmal. Gab es denn zumindest eine gewisse erotische Annäherung? Hast du eine Frau schon mal geküsst? Ja. Hm. Richtig, mit allem drum und dran? Ja, doch. Zunge? Ja. Das schon? Aha. Das schon, ja. Ja. Das ist aber sonderbar. Ich meine, das kann ja schon mal vorkommen. Aber wenn du bist 39, fast 40. Ja, eben. Und dann ist es noch nie passiert? Hast du denn noch nie versucht, es dann zu forcieren, wenn du eine Frau getroffen hast und die fandst du toll, dass es dann nochmal zur Sache ging? Ja, also das war eigentlich eben immer so, also einerseits so, dass die Frau, die ich dann wollte, in die ich verliebt war, eben mich nur als Kumpel wollte, mhm, und deswegen da nie mehr passieren konnte, aus ihrer Sicht. Mhm. Und ja, das war im Allgemeinen so, dass Frauen, in die ich nicht verliebt war, ich auch nicht wollte. Die in dich verliebt waren, wolltest du nicht? Ja, genau. Mhm. Also wenn ich nicht verliebt war, dann wollte ich auch nicht mehr. Mhm. Mhm. Also das kann ja mal passieren, oder kann auch immer wieder mal passieren, dass die Frauen einen dann nur als guten Freund sehen oder als gute Freundin quasi. Aber mich macht das bei dir sehr stutzig, dass das immer der Fall ist. Ja, genau. Da denke ich gleich, irgendwas macht Michael auch falsch. Irgendwas stimmt bei Michael auch nicht. Ja. Bist du sicher, dass du auf Frauen stehst? Erstmal die Grundsatzfrage. Ja, doch, da bin ich mir sehr sicher. Ganz sicher. Hast du nicht eine wahnsinnige Neugier danach, mal mit einer Frau zu pennen? Ja, klar. Jetzt muss ich mal fragen, warum du nicht, um einfach mal die Erfahrung zu machen, mal irgendwo hingegangen bist. Das wollte ich nie. Das wolltest du nie? Nee. Mhm. Nee, hast du also mittlerweile dann ein... Ich könnte mir vorstellen, je älter man wird, je mehr Angst hat man auch vor der Situation, wenn es denn dann mal passiert. Ja, also das könnte schon sein, dass ich dann sehr nervös und unsicher wäre. Ja. Wegen meiner fehlenden Erfahrung. Ja. Ja. Das stelle ich mir dann schon so vor. Wo lernst du denn Frauen kennen? Also verschiedenen Wegen, auch im Internet, und da hat sich das Ganze besonders stark immer so ergeben, dass ich dann wirklich auch die Rolle des Trösters übernommen habe und mir ja angehört habe, wie schlimm immer ihr letzter Freund war und so weiter und so fort, und irgendwie, wenn die Rolle des Trösters nicht mehr gebraucht war, dann war der Rest auch... Aber Michael, ja. Ich sag's dir nochmal, wie gesagt, das kann ein paar Mal vorkommen, aber das kann nicht fast... du bist 40, fast über 20 Jahre vorkommen. Ja, ist es aber. Dann suchst du dir aber auch immer irgendetwas Spezielles aus?
das letztendlich von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt ist. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Das ist dein Problem und nicht das Problem der Frauen. Das Problem liegt bei dir. Ja, irgendwie schon. Bin ich sicher. Es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr hochkompliziertes seelisches, eine seelische Verknüpfung bei dir, dass das so kommt. Verzweifelst du denn nicht mittlerweile schon? Doch. Also zeitweise doch sehr. Ja. Also es hat Zeiten gegeben, da hat mich das gar nicht gestört. Mhm. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo mich das ganz extrem stört. Mhm. Wo ich also daran verzweifle. Wie viel? Ich habe gerade so gesagt, das geht seit über 20 Jahren so. Wie viel Freundinnen, wie viel Mal hast du es versucht? Wie viele Freundinnen in Anführungszeichen hattest du? Ja, das kommt drauf an, wie man das jetzt rechnet, ne? Also bei Internetbekanntschaften ist das halt dann, da kommen schon dann einige zusammen, aber ja. Frauen, die ich sozusagen live kennengelernt habe und wo diese Geschichte abgelaufen sind, sind es vielleicht 10. Also, und gibt es aktuell auch gerade irgendeinen Kontakt oder? Es gibt eine Frau in meinem Leben, aber die passt nicht so ganz in das Muster. Ja. Aber irgendwie ist es halt schon so, dass wir Freundinnen sind. Dass ihr Freundinnen seid. Mhm. Wo hast du die kennengelernt? Auch im Chat? Die aktuelle jetzt? Die habe ich kennengelernt, weil wir zusammen gewohnt haben in einer WG. Ach so. Mhm. Und die hat auch keinerlei Interesse erotischer Natur an dir. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin nicht ihr Typ. Du würdest schon gerne. Ja. Mhm. Jetzt sag mir mal eben noch mal kurz, warum du nicht mal zumindest die sexuelle Erfahrung dir gezielt gesucht hast, um mal nur die Erfahrung zu machen. Ja, das hat verschiedene Aspekte. Einerseits. Also ich meine bei einer professionellen Frau, ne, um es ganz klar zu sagen. Ja, genau. Mhm. Also früher habe ich das weil ich aus einem sehr konservativ-religiös geprägten Elternhaus komme, nicht machen wollen. Mhm. Also tatsächlich aus solchen eher moralischen Aspekten. Ja. Okay, also kurze Zwischenfrage. Was war das für ein sehr streng religiös geprägtes Elternhaus? Waren das Katholiken, waren es Protestanten? Katholiken, okay. Also das waren früher dann moralische Gründe bei dir, wo du gesagt hast, das mache ich nicht. Ja, genau, ja. Das war früher so und heute habe ich sowas aber irgendwie weggelegt und heute denke ich mir dann umso mehr, weil dass ich jetzt sozusagen schon so lange gewartet habe, will ich das nicht auf diese Art und Weise starten. Achso, okay. Ja, kann man verstehen. Ist ein Standpunkt. Aber jetzt frage ich mal noch intimer. Du onanierst aber schon. Ja. Das schon. Also da ist jetzt nicht, dass du sagst, nee, das mache ich auch nicht und ich spare mir das auf für die Frauen. Das ist nicht so. Nee, obwohl das auch moralische Schwierigkeiten früher erzeugt hat, aber... Also, ich weiß ja nicht, das war jetzt nur eine Andeutung, was du von früher gesagt hast. Ich weiß ja nicht, was man da vielleicht schon falsch programmiert hat bei dir und was auch mit Schuld daran ist, dass das alles so seltsam läuft. Ich halte auf jeden Fall fest, wenn jemand mit 40 so etwas sagt, wie du es gerade gesagt hast, finde ich, dass du ein entscheidendes Problem mit dir herumträgst. Ja. Ich kann es natürlich jetzt hier, weiß Gott, nicht benennen innerhalb der Kürze eines Gespräches. A, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Ja, gerne. B, würde ich dir ganz, 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 ganz dringend empfehlen, Michael, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Mhm. Geh zu einem Psychologen oder geh zu einem Psychiater. Unterhalte dich mit einem Fachmenschen über das Problem. Ich glaube, dass man wirklich mit dir richtig viel sich beschäftigen muss und arbeiten muss, um da einiges hochzuholen, warum du so funktionierst, wie du funktionierst. Mhm. Und jetzt ist noch die Chance, ich meine, du bist ja nur erst 39. Ja, das noch aufzubrechen und wenn es jetzt noch 10 Jahre so dauert oder noch länger, dann ist der Zug abgefahren. Ja. Ja, das glaube ich schon. Dann hat sich das so verfestigt, diese so ritualisiert, dieses Verhalten. Ist ja jetzt schon sehr kompliziert. Mhm. Also, begreife mal deinen Anruf hier und das Gespräch als ersten Schritt in diese Richtung. Ja. Ich finde es gut, dass du angerufen hast, dass wir gesprochen haben darüber. Du musst das tun. Du kannst das nicht so laufen lassen und auch nicht darauf hoffen, dass das irgendwann jetzt mal mit der nächsten anders wird. Ich finde, du musst dich beleuchten. Du musst da endlich hineingucken, was da los ist. Mhm. Und das kannst du nur mit jemandem, der davon Ahnung hat. Mhm. So, jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute und viel, viel Glück, Michael. Ja, vielen auf, Dank. Auf dass wir in ein paar Monaten mal reden oder in einem Jahr und du sagst mir, pass mal auf, ich bin der Michael von damals. Ich habe jetzt eine tolle Frau und bin glücklich.
Okay, ich werde alles... Ich würde mich wirklich freuen, Michael. Alles Gute, tschüss. Ja, vielen Dank auch noch. Ja, tschüss. Hier ist Christian und Christian ist 20. Hallo Christian. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Und was geht's bei dir, Christian? Ja, und zwar geht's darum, erstmal finde ich es erstmal toll, dass ich hier endlich durchgekommen bin, bei dir dich anzurufen. Ja. Hat mich lange gedauert. Ja, okay, und zwar geht's darum, ich habe da so ein paar etwas außergewöhnliche Neigungen sexueller Art. Sexueller Art. Genau. Und bei meiner Seite ist es halt so, ich habe halt diesen Fetisch, sag ich mal, dass ich gerne heimlich Damenklamotten trage. Ach, Damenklamotten. Ja, ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja, schon, das kann man so sagen. Wie, inwieweit? Was für Damenklamotten? Ja, also ich trage halt mal gerne so heimlich zu Hause in gewissen Situationen mal einen String oder mal Strapse oder halt gerne halt engere Sachen, sprich eine enge Schlaghose oder sowas in der Richtung. Und auch schon mal ein Kostüm? Ein Kostüm sowas nicht so, Kleider weiß nicht, das gefällt mir nicht so. Nicht so? Ich finde halt eher so enge Schlaghosen ganz toll oder Strapse, Strumpfhosen. Aber Schlaghosen können doch Jungs tragen, also das ist das typisch, ich bin nicht informiert, ist das typisch? Ja, es ist eher noch so, oder nicht noch so, ist halt so, dass es eher Mädchen tragen. Ich denke, also, das ist irgendwie, finde ich halt ein bisschen ungerecht, muss ich dabei auch sagen. So, dass halt, wenn jetzt mal ein Junge das trägt oder so, dann ist das eher, heißt es eher schwul. Ja. Wenn jetzt mal ein Mädchen aber mal so Jungsklamotten trägt, sprich eine weite Hose oder ganz normale Jungsklamotten, ist ganz normal. Bist du schwul? Nee, ich bin nicht schwul. Also ich habe auch eine Freundin derzeit. Ja. Und ja, also ich bin definitiv nicht schwul. Also ich bin halt hier auf Mädchen fixiert. Ja. So, jetzt erklär mir mal diesen Fetisch. Warum macht dich das an? Fetisch heißt ja, dass es eine sexuelle Attraktion hat, wenn man sowas dann tut. Und in deinem Fall, wenn du das anziehst, was ist das? Was ist es genau? Erklär es mir. Nee, weiß ich, macht mich irgendwie glücklich und halt irgendwie auch so ein bisschen geil. Also hat mich halt schon immer so ein bisschen fasziniert, so die Klamotten von Damen. Früher so, als ich jünger war, so im Fernsehen, wenn ich da halt irgendwelche Frauen gesehen habe und so. Ziehst du auch ein BH an? Ja, auch mal hin und wieder, aber ist nicht so dringend wichtig. BH, Strapse, Pumps, sowas auch? Schuhe? Sowas auch mal. Das ist auch schon Stiefel mal. In der Richtung und so. Aber du schminkst dich nicht? Nee, schminkt nicht, das ist mir irgendwie auch zu blöd. Du bist erst 20, ne? Ich bin 20. Ja, genau. Seit wann machst du das schon? Ja, weiß nicht, ich habe das so, sag ich mal, so mit 12, 13 herausgefunden. Ach so, früh schon. Was dran ist, und dann habe ich, sag ich mal, so mit 14, 15 habe ich mir dann das erste Mal was in der Richtung gekauft. Ja. Sprich mal einen Stringtanga und eine Schlaghose und sowas. Und dann mit den Schlaghosen halt immer hast mehr. Mit den Schlaghosen hast du es, ne? Genau, ja. Ja. So, jetzt stell ich mir das gerade vor. Du zu Hause, wohnst du alleine? Ich wohne bei meiner Mutter. Du wohnst bei deiner Mutter. Okay, wir denken mal, die Mama ist gerade mal irgendwie nicht da. Genau. Und dann läufst du mit deinem Stringtanga und dem BH und den Strapsen durch die Wohnung. Ja, genau. Setze ich mich halt ins Bett, gucke Fernsehen oder sind vorm PC oder mach halt mal, was so ein Junge halt macht, wenn er einsam ist. Und Macht der Junge das immer, wenn er Strapse anhat? Nicht immer, aber halt, ja. Wenn ich das halt mache, es klappt nur damit. Also ich könnte nicht halt jetzt hier ein Taschentuch nehmen oder so wie andere. Achso, das halt die Grundvoraussetzung ist, dass du solche Sachen anhast, um auch dann die entsprechende Erregung zu bekommen. Genau, und ich hatte auch mal vor einem halben Jahr eine Beziehung mit einer Freundin. Das war eine sehr, sehr schöne Beziehung. Die kam auch super damit klar, habe ich ihr halt erzählt, was mit mir los ist. Und ja, die hat das auch mit mir so ein bisschen ausgelebt und kam da halt... Das ist ja cool. Gut mit klar, ja. Also ja, das fand ich richtig toll, aber ging leider zu Ende die Beziehung. Und die jetzige Beziehung, du hast jetzt auch eine Freundin, sagst du? Ich habe jetzt auch wieder eine Freundin. Weiß die davon? Seit einem Monat habe ich die und ich habe sie ja jetzt auch schon erzählt, dass ich halt so gewisse Neigungen desbezüglich habe. Wie hat die reagiert? Relativ locker. Also ah, ich habe jetzt schon mehreren erzählt, muss ich dazu sagen. Also das sind jetzt schon 3, 4. Ex-Freundinnen von mir habe ich das erzählt. Und auch einer sehr guten Freundin, mit der ich mal zusammen war. Und das ist sozusagen meine beste Freundin, der habe ich das auch dann mal erzählt. Und aber ich kam da auch ganz gut mit klar. Aber ich finde es ja schon mal toll, dass du eine Ex hattest, die damit sehr gut klar kam. Ihr das sogar zusammen, ihr habt das dann auch zusammen praktiziert. Genau, also ja. Das konnte ich im Gegenwart ihrer tragen mal. Ja, und bei der neuen hast du es auch noch nicht gemacht? Habe ich noch nicht. Also ich hatte jetzt Anfang des Monats Geburtstag und da hat sie mir auch einen Gutschein geschenkt. Sprich eine Nacht mit meiner Neigung. Ach. Und wann ist die Nacht? Ja, mal sehen. Vielleicht jetzt am Wochenende oder so. Wow. Mal sehen, was ich da spannend. Entdecke. Dann stelle ich mir das so vor, dass es für dich, das ist das Tollste wahrscheinlich überhaupt, ne? Dass du diese Klamotten anhast und dann mit deiner Freundin zusammen bist und sexuell. Genau, also irgendwie im Bett liegen und ich habe dann halt die Klamotten, das finde ich irgendwie ganz toll. Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt,
hast du gesagt, dass du mehrere? Ja, genau, das ist einmal halt dies und ich mag es auch halt gerne gefesselt zu werden. Sprich, so ein bisschen ausgeliefert zu sein. Ja. Sprich, das beides zusammen kombiniert ist natürlich der Oberhammer. Das, also Strapse, Tanga und gefesselt ist der Hammer. Genau, das finde ich halt richtig toll. Ja, denn, ja. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Warum ja, das nicht? Ist halt ein bisschen außergewöhnlich und ich denke mal, sehr viele sehen das so ein bisschen an als pervers und so. Und ich weiß auch, meine Mutter, wenn wir mal irgendwie zusammen Fernsehen geguckt haben und dann kam da gerade ein Ausschnitt diesbezüglich, die hat dann aber gesagt, ich ist ja pervers und sowas. Und aber das ging bei dir nicht so weit, dass du sagst, ich würde mich gar nicht mehr richtig so als Frau aufbrezeln und auch rausgehen. Das nicht? Nee, ja, nee, ich habe so mal darüber nachgedacht, bei uns hier gibt es eine Diskothek, da gab es mal so ein crazy Abend, sprich, wenn hier Männer in Damenklamotten da hinkommen, freien Eintritt und so. Ich bin mal drüber nachgedacht, aber ich dachte, das ist mir doch zu peinlich. Ja. Also eher nur heimlich. Wie wär's denn, wenn du, ich weiß nicht, in welcher Gegend du wohnst, gibt's Karneval bei euch? Ja, aber nicht so verbreitet. Nicht so verbreitet. Ich habe mal nachgedacht. Ja, also wenn du beispielsweise hier in unsere Region kämst, Richtung Köln, und da ist es ja dann völlig okay, wenn die Männer sich raus... Wär das was, wenn das... Wenn das so legitimiert wäre, quasi auch von außen? Würde ich vielleicht auch mal machen, ja. Eventuell. Ja. Ich frage jetzt nochmal die Frage, weil viele Leute, denen man das so erzählt, dass es das gibt, die sagen dann immer, Mensch, das glaube ich nicht. Die sind letztendlich doch schwul, die Jungs. Oder haben eine, oder haben eine bisexuelle Neigung. Aber ist bei mir das halt überhaupt nicht. Definitiv nicht so bei dir. Nee, hundertprozentig nicht. Also ich stehe halt total auf Frauen und halt so stark, dass ich halt sogar gerne mal die Klamotten von den Frauen anhabe. Ja, ja. Und halt meine beste Freundin, der ich das mal so erzählt habe, die fand das sogar richtig toll und meinte, hey, deine Freundin jetzt doch sogar richtig gut, wenn du sowas hast. Ich habe gesagt, Moment mal, wieso denn? Ja, du kannst mit dem Shoppen gehen und so. Ja, stimmt. Das stimmt. Wenn du dir die Sachen selbst kaufst, ist dir das ein bisschen peinlich? Ist mir schon sehr peinlich und Gott sei Dank hat noch keiner gefragt, aber ich denke dann halt, da kann ja genauso gut ein Geschenk für meine Freundin sein. Oder aber so. Du kannst ja nie irgendwas anprobieren mal, ne? Das ist mal schwierig, aber es gibt ja halt eBay oder halt... Ja. Andere Möglichkeiten. Hast du einen guten Freund oder einen besten Freund auch? Also einen richtig guten Freund nicht. Also ich habe wohl einen, sag ich mal, ganz guten Kumpel, aber ich sag, so den allerbesten Kumpel habe ich halt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das Mädels erzählst, dass die noch eher da locker drauf reagieren, auch Freundinnen, als wenn du es deinem besten Freund oder Männern erzählst. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ja? Ich habe es auch schon mal vor vielen Jahren jemandem erzählt, das war ein sehr guter Kumpel und ja, den habe ich halt dadurch verloren. Siehst du? Ja. Ich glaube, dass die Jungs da zurückschrecken. Oder die haben gleich, da läuft wirklich die ganze Vorurteilskiste los, schwul und der will mich angrabbeln oder irgendwie pervers und sowas, ne? Genau, deswegen denke ich mal eher, dass ich das keinen weiteren so erzählen würde, eher vielleicht einer guten Freundin oder halt. Also ich finde dich nicht pervers. Wenn es dein Fetisch ist, ist es gebongt. Und wenn du das Glück hast, auf Mädels zu stoßen, die das auch noch toll finden und das mit dir zusammen praktizieren, was willst du mehr? Ja, ich finde es ja auch total so, wie es jetzt gerade läuft, finde ich es halt richtig gut. So, und wenn die Mädels sich dann auch noch schön fesseln, ist es doch ein Himmel. Ne? Ja, das stimmt. Also, das ist schon richtig toll. Weil ich habe ja auch mal ein bisschen im Internet, da gibt es ja so ein paar Foren und sowas, habe ich mich auch schon ein bisschen durchgelesen und ein bisschen da unterhalten mit anderen Leuten, die halt dieselben Neigungen haben und so, habe das auch mal so erzählt und die... Es gibt schon viele, ne? Teilweise auch so ein bisschen. Ja, aber es gibt schon viele Leute, ne, die so drauf sind, auch viele Männer. Es gibt richtig viele, also wenn sich da ein bisschen für interessiert und ein bisschen rumschaut, da gibt es richtig viele. Es gibt sogar richtig in vielen Städten so einen Stammtisch für solche Leute, ehrlich? Die darauf stehen. Habe ich jetzt auch schon einmal vor einem halben Jahr war ich mal da. Wie? Warst du da bei so einem Stammtisch? Ja, habe ich mal so zufällig gesehen, dass es hier einen in unserer Stadt gibt, so einen Stammtisch. Und da bist du real hingegangen? Bin ich mal so aus Spaß hingegangen. Und da saßen nur Männer, die so eine Neigung haben? Ja, nicht Männer, sind nicht auf diese Frauenklamotten bezogen, sondern halt auf SM und Fetisch allgemein. Ach so, ja, na klar, das gibt es ja. Mhm. Genau, und da war ich halt mal hin und war's gut? Unterhalten. War das gut? Es geht, die waren teilweise noch ein bisschen härter drauf. Ja, mal so. Vielleicht auch älter als du. Genau, da war ich halt der Jüngste. Der Benjamin. Benjamin? Ja, das sagt man so, wenn der Jüngste ist. Ach so, den habe ich noch nicht gehört. So, jetzt bin ich gespannt auf die Gutscheinnacht. Mail uns doch mal, wie es war. Das kann ich machen, ja. Es könnte also jetzt am Wochenende passieren. Das könnte wahrscheinlich passieren. Das könnte passieren. Wie spannend, Christian. Dann schönes Wochenende wünsche ich. Ja, besten Dank für das Gespräch und wünsche ich dir auch. Ne? Dankeschön, tschüss. Gut, tschüss. Morgen, ihr Lieben, ist mein prominenter Gast Michelle. Um 23.45 Uhr ist sie Gast hier bei mir in meiner Sendung im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit Michelle auch sprechen wollt, sie was fragen wollt oder mit ihr diskutieren wollt, dann ruft eine Stunde vorher an. Die Leitungen sind geschaltet morgen wieder unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns heute schon unter domain@wdr.de.
Stichwort Michelle und nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Hier ist Anke und Anke ist 30 Jahre alt. Hallo Anke. Hallo, grüß dich. Ja, dein Thema, Anke. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eigentlich irgendwie das Gefühl, halt eben, ich bin seit Jahren immer in festen Hetero-Beziehungen und irgendwo habe ich momentan das Gefühl, oder eigentlich schon seit 8 Jahren, halt, wenn ich Frauen irgendwie sehe, die sich beobachten oder die sich küssen oder anfassen, dass ich das sehr regt oder auch antörnt in dem Sinne. Ich finde es auch irgendwie total schön oder auch erotisch. Mhm. Seit 8 Jahren schon, ungefähr. Ja, mhm. Aber es ist noch nie dazu gekommen. Jetzt habe ich nicht verstanden, bist du im Moment auch in einer Beziehung? Ja, richtig, ich bin auch. Mhm. Ja, in der festen. Und wie lange schon? 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Mhm. Und der aber ist auch super lieb zu mir und alles. Also der ist auch nicht jetzt der typische Mann, wo ich dann sage, der ist hart oder brutal, sondern ja, ist wirklich super, super lieb zu mir. Aber da ist irgendwie so eine bisexuelle Neigung. Ja. Neigung, ein Interesse, eine Neugier. Mhm. Aber noch nie irgendwas gemacht? Mhm. Nee. Wie weit könntest du dir vorstellen, mit einer Frau zu gehen? Ich denke mal schon geschlechtsverkehrmäßig, meinst du das, oder meinst du ja, eine Beziehung? Also eine Beziehung würde ich sagen, nicht unbedingt, aber halt eben wenn. Also Sex, knallhaften Sex, könntest du dir schon vorstellen? Ja, ich weiß ja nicht, in dem Sinne, wie es bei Bi oder bei Frauen aussieht, ist es halt härter, ist es weicher, aber ich denke einfach mal, es ist dieses Gefühl, ja, eine Frau weiß besser, wo man eigentlich einen anfassen kann. Mhm. Oder einfach nur eine Brust zu berühren von einer Frau, mal ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich touch die jetzt an, oder wie auch immer. Mhm. Weil wenn man jetzt natürlich was getrunken hat und mit Mädels unterwegs war, ja, so, und ja, die greifen mir dann schon mal an eine Brüste, in dem, weil ich auch sehr große Brüste habe. Und sagen mal, oh, töfte toll und lass mich mal hin und her, aber. Und da, wie findest du das denn, wenn die Mädels dir an die Brüste fassen? Total schön. Total schön. Ja. Mhm, ja. Weiß dein Freund von dieser Neugierde? Ja. Was sagt er dazu? Einerseits finde ich das ja auch sehr erotisch, aber andererseits würde er das so nie machen, weil er Angst hätte, glaube ich, mich auch zu verlieren an einer Frau. Mhm. Was er überhaupt nicht, gar keine Angst haben muss, weil ich finde, eigentlich. Thema Beziehung ist ja gar kein Thema bei dir. Nö, es geht um eine sexuelle Erfahrung. Ja, richtig. Um eine bisexuelle Erfahrung. Es geht nicht darum, lesbisch zu werden. Aber er findet es auch interessant. Ja, klar. Er würde wahrscheinlich auch gerne daneben sitzen und zugucken. Ja, richtig. Ne? Wie ich die meisten Jungs so kenne. Ja, richtig. Ja. Insofern wäre das doch wahrscheinlich eine Ideallösung, wenn ihr euch wirklich dann auf einen Dreier mal einlassen würdet. Ist für ihn doch besser, als wenn du alleine auf die Pirsch gehst und die Erfahrung hast. Das habe ich mir auch so gedacht, das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte ihn ja nicht betrügen. Ja, und ja. Wenn, dann möchte ich das auch gerne zusammen mit ihm machen, aber er sagt dann halt eben, wenn bestimmte Dinge gemacht werden, das und das möchtest du auch von der Frau und das möchtest du ja dann auch mal machen und wenn du sie anfasst oder küsst oder ja, in Anführungszeichen halt eben die ja, Sachen anfängst, er möchte natürlich dann auch gerne Art mitmachen. Ja. Aber ich könnte zum Beispiel nie ertragen, wenn er wirklich sie dann auch. Ach so. Du kannst es dann wiederum nicht ertragen. Ja. Ja, das muss natürlich dir dann, das muss natürlich möglich sein. Du kannst ja nicht da sitzen und dich verwöhnen lassen und dein Freund darf gar nichts machen. Der muss darben. Ja, jetzt hatten wir schon irgendwie überlegt, einfach mal in so einen Fingerclub zu gehen, einfach nur mal zu gucken, zu schauen, ob ja, das irgendwie selbst ging. Ne? Ich meine, das wäre sicher ein Anfang, aber da müsst ihr euch vorher im Klaren sein, wenn ihr euch da auf irgendetwas einlasst, dann muss das auch gleichberechtigt sein. Dann darfst du ihm das nicht verbieten, dann mitzumachen und umgekehrt auch nicht. Mhm. Ihr könntet doch eine klare Regelung treffen. Okay, wir machen was, aber wir machen immer alles zusammen. Mhm. Ich finde, das ist eine faire und korrekte Lösung. Schon, ja. Ne? Da musst du deine Eifersucht, finde ich, auch ein bisschen runterfahren. Ja, wenn deine Neugierde nach der lesbischen Erfahrung so groß ist. Ja, doch schon. Die ist groß. Ja. So groß, dass du sagst, ich will sie nicht mehr zur Seite schieben. Die Neugierde. Ich will sie gar nicht zur Seite schieben. Du willst das erleben jetzt noch. Ja, richtig. So, da muss man jetzt eine Lösung finden. Ich finde, die Konstellationen sind doch gar nicht so schlecht. Dein Freund ist grundsätzlich interessiert. Mhm. Dein Freund würde grundsätzlich auch mitmachen. Ja. So. Und dann darfst du jetzt nicht sagen, nein, der Freund darf da nicht rumfummeln. Der darf auch fummeln. Wenn du fummelst, darf auch der Freund fummeln. Mhm. Anke. Ja. Nur so geht das. Ja, das stimmt schon. So sei doch froh, dass wenn einer, dann beide halt. Ja. Fall. Sei doch froh. Es hätte ja auch sein können, dass dein Freund sagt, nee, pass mal auf, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich habe keinen Bock auf solche Geschichten. Dann wäre alles viel komplizierter. Ja, der ist so nach und nach immer rausgekitzelt. Und vor allem kriegt das ja auch mit, wenn man gleich Filme guckt oder so. Und dann kriegt er ja schon mit, was mich dann erregt. Und ja, wenn ich dann zwei Frauen oder mehrere Frauen sehe, dass mich das so mehr interessiert. Ja. Aber andererseits halt eben der Mann doch schon mit im Spiel sein sollte, weil nur mit Spielzeug oder sonstiges glaube ich nicht, dass das so schön ist. Nee, da muss schon ein Kerl bei sein, ja, ist schon klar.
Liebe Lesben, Entschuldigung, da muss natürlich nicht immer ein Kerl dabei sein. Anke, so geht es. Mhm, danke dir. Ne, da musst du jetzt auch dann auf die Zähne beißen und durch. Okay, danke dir. Viel Spaß euch beiden. Ja, tschüss. 0800 220 5050 und weiter geht es jetzt mit der Angelina. Hallo, ich bin dran, ja. Ja, Angelina, und da ist auch noch ein Andreas bei dir. Ja, genau, das ist mein Freund. Das ist dein Freund. Und ja. Ihr beiden Süßen seid 39. Ja, wir sind 39 beide. Angelina, weswegen habt ihr angerufen? Also es geht darum, ich bin jetzt mit meinem Freund ein Jahr zusammen. Ja. Letztes Jahr war im Sommer, da haben wir im Garten so ein bisschen was getrunken, einen Sekt. Und dann hat er mir erzählt, dass er, da haben wir so ein Spiel, so ein Würfelspiel, es war wie so ein Sexspiel, also nichts Schlimmes. Ja. Und da ging es um Vorlieben. Und da hat er mir erzählt, dass er auf Gummianzüge beim Sex steht. Ja, ja. Und hört mir ja, schon mal. Ich bin aufgeregt, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Also er hat dir das da so erzählt, das wusstest du vorher nicht. Ja, das wusste ich vorher nicht. Ja. Und dann habe ich mir das halt mal so vorgestellt. Und vor allem stelle ich mir vor, man schwitzt da wie verrückt beim Sex. Und da war ich halt überhaupt nicht angetan. Das haben wir auch noch nie ausprobiert. Ja. Und heute, und ich habe das immer so ein bisschen verdrängt. Also ja. Wir haben da auch gar nicht mehr weiter groß drüber gesprochen. Und heute, er hat jetzt auch ein Bierchen getrunken und wir unterhalten uns. Und jetzt hat er mir gebeichtet, dass er auch manchmal Stilettos anzieht. Er. Ach. Weil wir leben nicht zusammen. Ja. Und da läuft er auf der Straße nachts, hat er mir erzählt, also aber nicht in Frauenkleidung, sondern normal mit Jeans und Sweatshirt und mit Stilettos auf der Straße. Also nur mit Stilettos, also mit diesen, das sind so... So High Heels. Also so High Heels. Keine Plateau, sondern diese Hund. Er hat mir gesagt, er hat schon so mal Frauen beobachtet, wie die so laufen würden. Und da wollte er mal selber wissen, wie man darauf läuft. Und er findet das halt erotisch. Ja, und wie findest du das, dass er das erotisch... Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Das hat er dir gerade gebeichtet? Ja! Gerade eben? Ja, eben. Er sitzt hier neben mir und er hat auch gesagt, er wollte bei dir schon mal anrufen deswegen, aber er wird nie durchkommen. Da habe ich jetzt gesagt, weil ich bin ja totaler Fan von dir, ich finde dich ja so süß. Und da habe ich gesagt, ich muss dich jetzt sofort mal anrufen. Dann gib mir mal eben auch den Andreas. Ja. Wir reden gleich weiter. Hallo? Hallo Andreas, schön dich kennenzulernen. Ja, hallo. Ja, das hast du gerade Angelina erzählt mit den Stilettos. Ja. Ja, wie lange machst du das schon? Ach, das ist bestimmt schon 10 Jahre. Ach, 10 Jahre. Und dann trappelst du so mit diesen heißen Schuhen nachts allein über die Straße? Eher selten. Das ist, ich sag mal, das ist eine Phase. Ja. Ich zieh die mehr oder weniger zu Hause an. Ja. Also in meinen 4 Wänden. Ja. Und wenn's mich dann überkommt, dann gehe ich damit auch mal auf die Straße, aber... Aber nicht in Kneipen oder so damit? Nein, das traue ich mich einfach. Und bist aber oben ganz normal als Typ angezogen? Ganz normal als Mann, sage ich. Was macht dich so an in diesen Art von Schuhen? Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja, das ist immer schwer zu beschreiben, stimmt schon. Ich sag mal, auf einmal, auf der einen Art sind das Schuhe, die für mich die Fraulichkeit irgendwie unheimlich beschreiben. Weil eine Frau kann mit diesen Schuhen durch die Gegend laufen und jeder Typ guckt der Frau hinterher. Ist das so ein Gefühl, dass du den Eindruck hast, noch näher an dem Weiblichen zu sein durch diese Schuhe? Vielleicht ein bisschen begehrter sein oder sowas. Ne? Mhm. Aber bei dir gibt es, ich frage das auch nochmal, hab das gerade den Christian ja auch gefragt, also du hast keine bisexuelle Komponente. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Nee, also ich stehe voll auf Frauen wenn ich dann so eine, es geht auch nicht darum, eine Frau, wo die Schuhe richtig zu sehen sind, sondern mehr, wo man das ahnen kann. Ich verstehe. Ich verstehe. Das turnt dich an. So ungefähr wie wenn eine Frau so halb bekleidet ist. Ja, ich verstehe. Verstehe. Jetzt hast wo die Fantasie dann in Ballung kommt. Ja, ne? Jetzt hast du der Angelina, hat sie mir gerade erzählt, vor einer gewissen Zeit auch gebeichtet, dass du so auf Gummianzüge stehst beim Sex. Ja.
Das habt ihr aber noch nicht praktiziert miteinander. Nein, haben wir noch nicht. Was heißt das? Sind das so Gummianzüge, also so Ganzkörper-Gummianzüge, so wie ein Taucheranzug? Ja, so ungefähr. Das war, ich sag mal, das war, ich sag das mal mehr so, es war so eine Findungsphase, wo man das würde dich jetzt interessieren, ja. Das probierst du jetzt aus. Also das heißt, du hast so ein Ding zu Hause? Ja, klar. Ja, naja, ich kann ja mal fragen. Mit Gesichts-, mit Gummi-Gesichtsmaske auch oder ist das Gesicht frei? Nee, der andere ist gesichtsfrei, aber man kann ja variieren. Man kann variieren. Und da, wo das beste Stück ist, ist da irgendwie ein Reißverschluss oder ist das auch... Klar, das, darum geht's ja im Endeffekt. Natürlich, darum geht's, stimmt. Was frage ich auch so doof. Ja, ist mir schon klar. Jetzt gibst du mir mal die Angelina bitte nochmal, Andreas. Ja, klar. Jo. Ja. Ja, was höre ich da alles, Angelina? Ja, Mann. Ich habe immer gedacht, ich bin ziemlich erfahren, aber anscheinend nicht so. Ne? Schockt dich das alles ein bisschen? Ja, ja, nicht so laut, bitte. Fenster, leise. Ja, genau, es gibt Rückkopplung. Also, wie sehr bist du in ihn verliebt? Ja, das Problem ist jetzt, ich hatte früher immer mehr so, sage ich, so Lebemänner, die eigentlich mehr so was offen gelebt haben. Ja. Und die sind ja meistens, sage ich mal, nicht so verkappt. Die sind zwar auch nicht so lieb, aber nicht so, die haben da eigentlich nicht so irgendwelche Abgründe oder so, die leben das so. Ja. Und jetzt bin ich natürlich schon etwas, ich weiß gar nicht so, wie man damit so umgeht. Ja. Deswegen frage ich dich. Ja, also ich würde mir zuerst mal an deiner Stelle würde ich mir diese Schuhe mal angucken. Ja. Im Moment seid ihr bei dir, das heißt, ja das geht. Also, da sind keine Schuhe da, wir leben nicht zusammen. Verstehe, hast du gerade schon gesagt. Ja? Mhm. Ich würde mir das mal angucken und ich würde mir auch mal mir angucken, wenn er die Dinger anhat. Ja. Und dann entscheiden, ob ich das abtörnend oder ob ich das toll fände. Wenn es abtörnend findest, sag es und lass dich gar nicht drauf ein, dann ist es halt so. Aber vielleicht gefällt es, vielleicht ist es ja auch irgendwie schräg, man weiß es nicht. Mhm. So, und mit dem Gummianzug, das ist natürlich schon sehr speziell. Ja. Ist das so in deinen weitesten Fantasien denkbar, dich da mal drauf einzulassen, auf ein Experiment? Also wenn mir jetzt ein Mann sagen würde, zieh Straps an oder irgendwie, oder auch mit, sage ich mal, ein bisschen Härte oder so, das finde ich jetzt nicht so. Aber mit diesem Gummi, ich denke, da schwitzt man so extrem. Ja. Und das ist eher dann... Mhm. Wäre mein Fall auch nicht, muss ich dir sagen. Nee, nee. Aber ich finde es jetzt auch nicht so. Das riecht auch so eklig. Da finde ich Leder noch schöner. Ja, ja. Ihnen wahrscheinlich macht das aber genau ich das gerade. Kann gar nicht so nachvollziehen. Ne? Ja, Ihnen wird das genau anmachen, diesen Gummigeruch. Komisch, gell? Ja. Also ich und er ist total seriös, wenn die ihn so sehen, das wird das gar nicht denken. Ganz so brav sieht er aus. Das sind ja die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten, hätte ich nie gedacht. Die Schlimmsten. Aber weißt du, wie ich auch in diesem Fall verfahren würde mit dem Gummi? Wenn ich jetzt in jemanden verliebt wäre, fände den eigentlich toll und würde den sehr lieben, würde ich selbst mich da mal auf ein Experiment einlassen. Ja. Um dann hinterher zu sagen, komm mal auf, ich kann's nicht. Es ist wirklich nicht meine Welt. Ja, gut. Aber ich würde es doch mal irgendwie versuchen, wenn es dich nicht völlig anekelt, dann geht's natürlich nicht. Ne? Ja, klar. Schuhen, na Gott, das ist vielleicht eher so eine, ich denke mir gerade, wenn der sich jetzt ein Bein brechen würde, läuft auf der Straße. Stell dir das mal vor. Und dann ins Krankenhaus kommt mit den Schuhen. Ja, gut, ist ja sein Problem dann im Wie ist denn so euer Sex? Ist das okay? Ich würde sagen, also er ist soweit okay, aber wenn du ihn jetzt so beim Sex, da denkst du nicht, dass er da so Gedankengänge legt. Was der für Abgründe noch in ihm sind. Ja, überhaupt nicht. Aber ich finde ja schon mal klasse, lass uns doch mal erstmal alles positiv sehen, dass er dir das heute erzählt hat. Mhm. Ja, finde ich eigentlich auch toll. Das finde ich auch nicht gedacht. Ja, das finde ich erstmal gut, muss man erstmal so bewerten. Jetzt das ist so, ja. Ja, jetzt guckst du dir die Sachen mal an und entscheidest, was für ein Urteil du fällst. Und lass dich mal vielleicht auf ein kleines Experiment ein. Ja. Aber wenn es nicht dein Ding ist, dann mach es auch nicht. Mhm, genau. So würd ich vorgehen. Mhm. So, Angelina. Na ja, gut. Jetzt grüßt ihr mir den Andreas herzlich. Ja. Und schön, mit euch gesprochen zu haben. Ja, gut, mit dir auch. Du übrigens klingst jetzt am Telefon noch erotischer, auch von der Stimme. Oh. Ja, auch mal ein Kompliment, gell? Sehr schönes Kompliment. Dankeschön. Okay, tschüss. 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 So, das endet natürlich wunderbar. So gefällt mir das. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, Martin Haber-Bosch, Roland Lohr, Gunnel Blandin, Vivian Merschak, Jan Gräfe zu Baringdorf, Heinrich Stanzig und Magdalena Groß.
Morgen sind wir wieder da, aber morgen schon um 11:45 im WDR-Fernsehen. Morgen nicht im Radio, bei uns live. Morgen um 11:45 im Fernsehen mit meinem prominenten Gast Michelle. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Wenn ihr gerne mit Michelle auch sprechen wollt, ruft an unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und freue mich auf morgen, auf euch und auf Michelle. Bis dahin, tschüss.